Und der Trainer ist jetzt da. Hey, frohes neues Glückwunsch. Jahr. Ja, frohes Neues. Frohes neues Jahr. Das wünsche ich auch und herzlichen Glückwunsch zu 3 Punkten. So ja, kann dann ein Jahr losgehen, glaube ich, oder, Herr Tuchel? Vom Ergebnis, ja. Ja, ja. Wieder mal. Also, wir haben eigentlich, ich habe es ja auch vorhin in der PK gesagt, wir haben so eine gute Trainingswoche gehabt. Da waren wir leider nicht, wir hatten hier zu tun. Ja, so eine gute Trainingswoche gehabt, auch vom Esprit und vom Drive. Und oh, wir kriegen die Lust und die Freude und die Gier, wir kriegen es noch nicht rüber in die Spiele, noch nicht konstant. Und deshalb war jetzt kein Schmankerl, würde ich sagen. Dazwischen hatten wir mal Glück, dass Manu 2 wichtige gehalten hat, dass sie nicht einen Ausgleich kassieren. Okay, und am Ende ist ein 3-0 und Job erledigt. Ja, auf dem Papier sieht das klar aus, aber wir haben es auch gerade schon angesprochen, das hätte Mitte der zweiten Halbzeit ganz eng werden können. Die Szenen haben wir gesehen, aber wir zeigen ihn nochmal, um gute Laune zu machen. Die beiden Tore, die im Prinzip 2 Protagonisten letztendlich dann auf ihrem Deckel hatten, nämlich Vorlage Leroy Sané, abgeliefert von Jamal Musiala. Die beiden sind in sehr, sehr stabiler Form, ne? Ja, was die Effektivität, also Jamal war heute, finde ich, unser absolut bester Spieler. Der hatte als einziger die Freiheit und die Lust und so eine Freude auch, da was anzustellen, sich auch auszulassen. Wir hatten viele Balleroberungen auch in der gegnerischen Hälfte. Es war jetzt nicht alles schlecht, aber ja, Leroy hatte jetzt nicht seinen besten Tag, war dann trotzdem nochmal spielentscheidend. Harry auch nicht seinen besten Tag, hat auch nochmal sein Tor gemacht, Gott sei Dank. Es belohnt worden, dass wir ihn draufgelassen haben, aber ja, wir haben ein paar gute Sachen und in einer Phase, zweite Halbzeit, wo wir es dominieren, geben wir es dann plötzlich komplett aus der Hand und schenken 3 große Chancen her. Haben Sie eine Erklärung, warum das so passiert, dass der Stecker dann ganz schnell weg ist? Nee, waren eigentlich auch schon stabil, aber das müssen jetzt da dranbleiben. Wir haben jetzt ein kleines Trainingslager in Portugal, wir müssen die Bilder anschauen und müssen da dranbleiben, wir können das besser. Bleiben wir mal ganz kurz bei Leroy Sané. Wir haben auch gerade gesagt, der hat 10 Torvorlagen, jetzt schon persönlicher Rekord und die Rückrunde hat noch nicht mal angefangen. Ja. Haben Sie mit dem irgendwas Besonderes gemacht, haben sie ihn mal zur Seite genommen, haben gesagt, Leroy, da ist so viel, bitte jedes Mal abliefern, weil er ist eigentlich stabiler als je zuvor. Warum? Ja, ich glaube, also ja, ist er 100%, er ist extrem spielentscheidend und trotzdem, er muss wieder körperlicher spielen. Er hat jetzt so in der allerletzten Phase der Hinrunde und jetzt auch heute, so viel körperliches Potenzial in schnellen Läufen, in Sprints, das zu wiederholen. Darauf kann er nicht verzichten, sonst ist mir es zu wenig. Und wenn er das macht, dann kann der Gegner auch in der Liga und auch in Europa auch körperlich dominieren. Und wenn er das macht, dann kommt auch über die Verausgabung, dann wird sein Spiel dann auch ruhiger tatsächlich und dann wird es einfach spielentscheidend und dann kann er das die Zahlen produzieren, die er hat, dann hilft es ihm auch auf dem linken Flügel zu spielen. Aber da gibt es Luft nach oben, finde ich jetzt heute. Er war dann am Ende mit spielentscheidend, trotzdem, ja. Und eine wichtige Frage noch, die wir uns gestellt haben. Sie haben ja gesagt, Eric Dier, den haben wir extra verpflichtet, auch weil wir den Leon Goretzka frei haben wollen in der 6 und auf der 6. Jetzt war der heute gar nicht dabei. Warum? Eric war nicht dabei? Nein, auch Leon nicht von Anfang an. Ach, der Leon? Ja, das war der Rafa, hat gut gespielt auf der linken 6 zuletzt. Und der Leon hat, das war unsere Verantwortung, der Leon hat in Basel dann nochmal Innenverteidiger gespielt. Und der Rafa hat die letzten 2-3 Spiele sehr, sehr gut gemacht auf der 6. Deshalb war es eine Nasenlänge für Rafa. Leon hat aber sehr gut trainiert jetzt auch zuletzt und auch gut gespielt. Also er hat es auch verdient gehabt. Das war eine hauchdünne Entscheidung wie bei Thomas Müller und Kingsley Coman auch. Okay. Ist das ein bisschen ungewöhnlich, was mich jetzt mal als Trainersicht interessieren würde, ist so ein Asien-Cup und ein Afrika-Cup, ist das mittlerweile auch ein wichtiger Punkt, um vielleicht eine deutsche Meisterschaft etwas zu, nicht gleich entscheiden, aber schon einen wesentlichen Einfluss zu haben. Denkst du vorher schon dran oder musst du das schon mit einplanen bei der Kader zusammen? Genau. Dass du sagst, okay, so und so und so. Gut, also wenn ich ehrlich bin, hatte ich bei Min Jae Kim, wollte ich einfach den Spieler unbedingt haben, falls Hernandez uns verletzt. Ja. Dann brauchen wir diesen Spieler, weil wir das dem zugetraut haben, so aus dem Scouting die Bilder gesehen und dann gesagt, ja, das ist er. Und dann, als er da war, kam dann plötzlich, ihr wisst schon, dass er dann nochmal einen Monat weg ist. Und dann so, wann ist er einen Monat weg? Und ja, klar, also, aber das könnte vielleicht natürlich Zünglein an der Waage sein, ne? Ja, diese das beiden, ist natürlich Wahnsinn, diese dass beiden Saison Pokale. Zu spielen. Für alle, in allen Ligen ist das ja so. Also Mo Salah geht ja auch dann für Liverpool und bei Leverkusen und bei uns auch.
Also das in den laufenden Wettbewerben zu sprinten, ist natürlich, kann das entscheidend sein. Aber ja, es ist auch eine Chance jetzt für die da sind, auch rechten Verteidiger, Innenverteidiger und so weiter, für Mata Delikt zu zeigen. Deshalb, ja. Dann viel Glück dabei. Wir müssen eine Pause machen. Nein, alles gleich. Okay. Alles gleich. Stefan, alles gleich. Thomas, vielen Dank und viel Spaß in der Sonne.